Schön, dass du da bist. Hallo. Oh, hallo Paula, was machst du gerade? Ich möchte spazieren gehen. Aha. Kommst du mit in den Wald spazieren gehen? Ja, gerne. Das ist auch unser heutiges Thema, der Wald. Und los! Was ist denn ein Wald überhaupt? Es gibt verschiedene Wälder. Dazu gehören Nadelwälder, Laubwälder und Mischwälder. Kannst du erklären, warum sie so heißen? Stoppe hier das Video und überlege. Links seht ihr einen Laubwald, rechts einen Nadelwald und in der Mitte ist der Mischwald. Der besteht aus Laubbäumen und Nadelbäumen. Der Laubwald hingegen besteht nur aus Laubbäumen und der Nadelwald nur aus Nadelbäumen. Welche Fragen hast du zum Thema Wald? Was weißt du schon über den Wald? Dies kannst du in dein Heft notieren. Hier sieh mal, da sind auch Sträucher. Die Äste dort verzweigen sich schon am Boden. Die Bäume sind viel höher als die Sträucher. Ganz unten ist Moos und darunter befinden sich die Wurzeln. Ja, stimmt. Der Wald hat verschiedene Schichten. Die Schichten des Waldes und ein Haus haben etwas gemeinsam. Weißt du, was das ist? Die Schicht ganz unten, also unter der Erde, das ist die Wurzelschicht. Die heißt so, weil dort die Wurzeln der Pflanzen sind, die hier wachsen. Zum Beispiel der Bäume oder auch der Sträucher, aber auch der anderen Pflanzen, wie zum Beispiel der Blumen. Also alle Pflanzen, die darüber in den folgenden Schichten wachsen, haben hier ihre Wurzeln. Danach folgt die Moosschicht. Die nächste Schicht heißt Krautschicht. Hier wachsen auch die Blumen. Dann kommt die Strauchschicht. Und ganz oben ist die Baumschicht. Die Baumschicht ist das Dach des Waldes. Sie heißt auch Kronenschicht, weil hier die Baumkronen sind. So nennt man die Spitze der Bäume. Ach so, das ist es. Das haben der Wald und ein Haus gemeinsam. Ein Haus besitzt einen Keller, so wie der Wald die Wurzelschicht, ein Erdgeschoss, so wie der Wald die Moosschicht, den ersten Stock, so wie der Wald die Krautschicht, einen zweiten Stock, so wie die Strauchschicht im Wald und natürlich das Dach, das natürlich die Baumschicht des Waldes ist. Ah. Im Wald leben natürlich auch verschiedene Tiere. Auch sie leben in unterschiedlichen Stockwerken. Sie werden der Schicht zugeordnet, in der sie sich die meiste Zeit aufhalten. Der Marienkäfer oder Käfer generell leben in der Krautschicht. Eichhörnchen, Raubvögel, Buntspechte, Meisen, Baummarder und verschiedene Insekten leben in der Baumschicht, die ungefähr bei 40 Metern liegt. Die Baumschicht besteht aus Laubbäumen, Nadelbäumen, wie beispielsweise die Tanne oder Kiefer, und zu den Laubbäumen Buche, Eiche oder Ahorn.
Wie schon erwähnt, ist es das Dach des Waldes. Dort bilden die Bäume ein dichtes Blätterdach. Die nächste Schicht ist die Strauchschicht. In der Strauchschicht leben zum Beispiel Rehe. Dort leben aber auch Vögel. Sie bauen dort ihre Nester. Auch die Haselmaus und Insekten leben dort. Wildschweine und Füchse sind auch dort zu finden. Die Strauchschicht wird circa 5 Meter hoch. Natürlich findest du dort, wie der Name schon sagt, Sträucher. Wie Holunder oder Brombeersträucher, aber auch junge Bäume befinden sich dort. Die Strauchschicht ist das zweite Stockwerk des Waldes. Als nächste Schicht ist die Krautschicht zu nennen. Dort leben beispielsweise Marienkäfer, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und auch Glühwürmchen. Die Schicht wird 1 Meter hoch und dort findest du Pflanzen wie beispielsweise Gräser und Farne und im Frühling wachsen dort auch Frühblüher. Die Krautschicht ist der erste Stock des Waldes. Nun sind wir in der Moosschicht angelangt. Hier befinden sich Amphibien wie zum Beispiel Frösche oder Salamander, aber auch Spinnentiere wie Spinnen oder Mäuse befinden sich dort. Hier befinden sich kleinere Tiere, die das Laub zersetzen, das von den Bäumen herunterfällt. Sie ist ca. 5 cm hoch. Es befinden sich dort Pilze, Moose und Flechten. Die Moosschicht ist das Erdgeschoss des Waldes. Wasser und Nährstoffe werden hier gespeichert. Das Moos kann sich hier mit Wasser vollsaugen, so wird es abgespeichert und kann das dann nach und nach an die umliegenden Pflanzen abgeben oder auch ins Erdreich. Als nächste Schicht kommt die Wurzelschicht. Hier leben der Dachs und Regenwürmer, Tausendfüßler und auch Mäuse und der Fuchs. Mäuse, Fuchs und Dachs haben hier unterirdisch ihren Bau, an dem sie Winterschlaf halten. Die Wurzelschicht besteht aus, den Wurzeln, wie schon genannt. Die Wurzelschicht wird auch Keller des Waldes genannt. Hast du jetzt noch eine Frage? Dann schreibe sie uns gerne in die Kommentare. Das war ein schöner Waldspaziergang. Das hat Spaß gemacht, ja. Dann sehen wir uns oder hören uns bald wieder. Tschüss! Regenwurm ist putzig. Wie ist es etwa der Regenwurm vor meinem Gesicht? Tschüss! Tschüss! Mach's gut! Irgendwie so.